Hallo und herzlich willkommen zu Wissen vor 8 Natur. Hier, schauen Sie mal. In einer Folge haben wir ja schon darüber gesprochen. Plastik im Meer. Aber wie kommt das ganze Plastik eigentlich in die Meere? Einige der Gründe: der ganze Müll am Strand, die Entsorgung von Industrieabfällen, dazu die Schifffahrt. Aber das Problem entsteht doch eigentlich hier, direkt vor unserer Haustür. Schauen Sie mal hier. Ein Großteil des Plastikmülls wird natürlich über die Flüsse in die Meere transportiert. Die erste Studie zu diesem brandneuen wissenschaftlichen Thema hat ein Forscherteam der Universität Wien zwischen 2010 und 2012 durchgeführt. Und zwar genau hier. Sie untersuchten den etwa 60 Kilometer langen Donauabschnitt zwischen Wien und dem slowakischen Bratislava. Eigentlich hatten die Forscher Europas zweitgrößten Fluss unter die Lupe genommen, um die Verbreitung von Fischlarven zu untersuchen. Dazu brachten sie an mehreren Stellen im Uferbereich der Donau Driftnetze an. In den nächsten 2 Jahren analysierten sie 951 Wasserproben mit einem alarmierenden und wirklich erschreckenden Ergebnis. Im Durchschnitt kommen im untersuchten Abschnitt der Donau auf 275 Fischlarven 317 Plastikpartikel. Im Klartext: in der Donau schwimmt also mehr Plastik als Jungfische. Rechnet man diese Menge einmal hoch, wird das ganze Elend sichtbar. 4,2 Tonnen Plastik spült die Donau jeden Tag in das Schwarze Meer. Die Konsequenzen dieses enormen Plastikvorkommens, egal ob im Fluss oder im Meer, sind für die Fische äußerst gefährlich. Denn die Fische können diese kleinen Plastikpartikel mit ihrer Nahrung wie Insektenlarven, Kleinkrebse oder Fischeiern verwechseln. Die schlimmen Folgen: vorgetäuschtes Sättigungsgefühl, mechanische Verstopfung, Verletzung des Darmtraktes und letztendlich leider dadurch auch häufig der Tod der Fische. Aber auch wir Menschen sind betroffen. Die schädlichen Bestandteile des Plastik reichern die gesamte Nahrungskette an, bis hoch zu uns Menschen. Und egal, ob Plastik im Meer oder in den Flüssen, es ist ein globales Problem. Und deshalb werde auch ich nicht müde, immer wieder zu sagen: vermeiden Sie Plastik, wo es nur geht. Denn zur Verdeutlichung: im Laufe unserer Sendung sind gerade mal wieder 7 Kilogramm Plastik von der Donau ins Schwarze Meer geflossen. 7 Kilo durchschnittlicher Plastikhausmüll. Und das sind gerade mal 150 Sekunden. Nee, das ist eindeutig zu viel, um es einfach unter den Teppich zu kehren. Bleiben Sie natürlich.